In diesem Video werden wir uns mit der Cashout-Funktion der einzelnen Wettanbieter genauer beschäftigen, was das eigentlich ist, warum wir das in dieser Form nicht machen sollten und welche Alternativen hätte ich denn in Bezug auf Cashout seitens der Wettanbieter. Gehen wir hinein in die Thematik vom Cashout und auch die Logik von einem Cashout. Ich habe hier ein Beispiel vorbereitet, das so in dieser Form existiert hat. Ich habe hier rechts auch den Wettschein, habe hier aber den Wettschein selbst nachgebaut, um hier keinen Buchmacher zu nennen. Und wir sehen hier eine Kombinationswette mit vier Spielen. Das erste Spiel war Juventus gegen Inter Mailand, Sieg Tipp 1 mit der Quote 1,95. Dieser Tipp hat gewonnen. Dann haben wir hier Bournemouth gegen Liverpool, Sieg Tipp 2 mit der Quote 1,55. Auch dieser Tipp hat gewonnen. Dann haben wir Schalke 04 gegen Borussia Dortmund, Tipp 2 mit der Quote 2,15. Auch dieser Tipp war richtig. Und jetzt haben wir hier noch ein offenes Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart, Sieg Tipp 1 mit der Quote 1,47 und dieser Tipp ist jetzt noch offen. Wir sehen hier unten, der Einsatz war 50 Euro, die maximale Auszahlung ist 477,63 und uns bietet jetzt der Wettanbieter hier einen Cashout an von 302,50 €. Das heißt, wenn ich jetzt auf den drauf drücke, dann würde die Wette geschlossen werden und wir bekommen auf unser Konto 302,50 € gutgeschrieben. Und genau und um diesen Wert und um diese Situation werden wir uns in diesem Video genauer auseinandersetzen. Beginnen wir mal hier mit dem ersten Bild, Spiel 1 bis 4. Wenn wir die Quoten miteinander multiplizieren, erhalten wir die Gesamtquote 9,55. Dann mit dem Einsatz mal 50 Euro wäre dann unser maximal möglicher Gewinn von 477,63. Und bei einem Cashout in diesem Fall haben wir die Situation, dass wir das letzte Spiel absichern wollen im Hintergrund. Das heißt, wir glauben nicht mehr daran, dass dieser Tipp möglicherweise gewinnen könnte. Und im Endeffekt würde das dann wie folgt hier aussehen. Die ersten drei Spiele, die waren ja schon richtig. Das heißt, würden wir diese drei Quoten miteinander multiplizieren, sehen wir hier eine Quote von 6,49 mit 50 Euro Einsatz. Bedeutet, dass unser Wettschein zum jetzigen Zeitpunkt einen Wert hat von 324,92 €. Und das ist jetzt genauso der Punkt, den ich hier aufzeigen möchte. Durch dieses Angebot vom Cashout hier von 302,50 € würden wir quasi einen Teil von unserem aktuellen Wert, was der Wettschein wert hat, quasi an den Buchmacher abgeben. In diesem Fall würde der Buchmacher hier 22,42 € durch diese Aktion mit uns verdienen. Warum verdient er das mit uns? Wir müssen uns einfach nur vorstellen, nehmen wir mal an, wir hätten das vierte Spiel gar nicht umgehabt auf unseren Wettschein, das heißt nur die ersten drei Spiele, dann wäre der Wettschein ja schon gewonnen und wir hätten ja hier 324,92 € ausbezahlt bekommen. Und somit gleich die erste Regel, Versicherungen, also Cashout-Funktionen, kosten immer Geld. Und das ist natürlich auf lange Zeit gesehen immer negativ auf unser Gesamtbankroll zu betrachten. Auf der einen Seite haben die Wettanbieter schon eine Marge auf die einzelnen Quoten. In Deutschland kommt noch gravierend hinzu, dass wir auch noch die Wettsteuer bezahlen müssen. Und wenn wir jetzt noch das Cashout anwenden würden, würden wir so viel Geld quasi hier liegen lassen, dass wir halt dann langfristig gesehen über viele Wetten hier einfach überhaupt keine Chance mehr haben, in der Gewinnzone zu landen, oder es wird sehr schwer werden. Und ich habe hier dann im nächsten Fenster, das ich jetzt hier dann euch zeigen möchte, eine Kalkulation erstellt, um euch zu zeigen, ob ich hier auch noch einen anderen Weg von dieser Cashout-Logik durchspielen könnte. Bevor wir hier in diese Sheet aber reingehen, ist eines ganz wichtig, verwendet diese Sheet bitte nur dann, wenn ihr jetzt
alle Schritte, die ich hier erkläre, verstanden habt. Ist ein einziger logischer Aspekt falsch durchdacht von eurer Seite, dann kann das sehr teuer werden und würde dann auch eventuell zu Verlusten führen. Ich habe jetzt hier eine Cash-Out-Analyse. Dann sieht man hier noch einmal den Wettschein. Wir werden das jetzt gleich im Detail durchgehen, was diese einzelnen Positionen bedeuten. Die ist sehr einfach von der Anwendung her aufgebaut. Wie funktioniert das? Wir nehmen einfach unseren aktuellen Wettschein her und tragen hier oben in diesem grauen Fenster den getätigten Einsatz ein. Das waren hier 50 Euro. Dann trage ich hier darunter die maximale Auszahlung ein. Das sind hier 477,63. Ja, das ist dieser Wert hier. Dann trage ich hier das Angebot von der Cashout-Funktion ein. Das sind hier 302,50 Euro. Und hier trage ich noch die offene Quote ein von unserem letzten Spiel, die auf unserem Wettschein ausgewiesen ist. Und jetzt passiert Folgendes. Ich nehme den Schein jetzt auf die Seite. Jetzt passiert Folgendes. Dieses Sheet kalkuliert mir jetzt sofort, wie viel verdient mein Buchmacher mit diesem Cashout. Das heißt, wir würden hier 22,42 Euro weniger ausbezahlt bekommen, was unser Wettschein eigentlich wert wäre. Wir sehen dann auch hier, wie hoch ist die Marge von diesem Cashout. Das heißt, der Buchmacher verdient hier durch das, dass wir auf den Button drücken, noch einmal 6,9%. Wir sehen dann die tatsächliche Quote von dem Cashout. Das ist dann hier nur noch 6,05. Und wir sehen hier die aktuelle Quote von meinem Schein, bevor ich auf diesen Cashout drücke. Der wäre hier 6,50. Hier darunter sehen wir in diesem orangenen Feld den Wert 252,50. Das ist unser sogenannter Nettogewinn. Dieser Wert entsteht dadurch, dass wir die 302,50 Euro, würden wir auf den Cashout drücken, die 50 Euro Einsatz abziehen, ergibt den Wert 252,50. Also das ist der sogenannte Nettogewinn, den wir dann mehr in unserer Geldtasche haben. Darunter sehen wir die aktuelle Quote, was der Wettschein derzeit wert ist, also 6,5. Dann der Wert von meinem Wettschein ist hier 324,92 Euro. Und der aktuelle Nettowert wäre, wenn jetzt da hier das vierte Spiel nicht existieren würde, sondern hätten wir nur die drei Spiele oben gehabt, wäre hier 274,92 Euro. Jetzt kann ich hier im unteren Bereich, ich werde das noch ein bisschen weiter rüber schieben, jetzt kann ich hier in dem unteren Bereich, in diesem grauen Bereich, könnte ich jetzt da überprüfen lassen, ob ich auch eine andere Alternative hätte, als auf diesen Button zu drücken vom Cashout. Das heißt, ich trage hier das offene Spiel noch ein. Ich habe das hier schon vorgefertigt. Und wir haben hier den Sieg Tipp 1. Er übernimmt mir auch die Quote, die was wir hier oben eingetragen haben. Das ist unsere Ausgangssituation. Jetzt da müssen wir verstehen, diese Wettvariante Sieg Tipp 1, welches Risiko haben wir noch mit diesem Tipp? Das heißt, bei der Siegvariante haben wir in Summe drei Möglichkeiten. Entweder das Spiel gewinnt eben Borussia Mönchengladbach, dann haben wir aber das Risiko eben, dass das Spiel unentschieden noch ausgehen könnte oder dass Stuttgart dieses Spiel gewinnt. Das würde bedeuten, es handelt sich hier um eine Doppelchance x2, um unseren Tipp händisch absichern zu können. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, anstatt hier auf den Button zu drücken, dass ich mir mal auf dem Markt anschaue, bei verschiedenen Wettanbietern, das kann, es muss nicht bei dem gleichen Wettanbieter sein, wo wir den Schein offen haben. Jetzt kann ich aber am Markt anschauen, bei den verschiedenen Wettanbietern, welche Quote würden mir andere Wettanbieter für die Doppelchance x2 in diesem Fall anbieten, um meinen Schein abzusichern. Ich habe hier eine Quote hergenommen von beispielsweise 3,0 und kann dann daneben noch den Buchmacher eintragen. Ich habe das hier nur mit ABC deklariert. Jetzt passiert Folgendes, dass mir dieses Sheet ausrechnet, würde ich jetzt anstatt auf diesen Cashout-Button
159,21 € bei der Doppelchance X2 mit der Quote 3 bei dem Buchmacher ABC bespielen, dann sehe ich hier herunten eine sogenannte Was-wäre-wenn-Analyse. Jetzt passiert Folgendes. Es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie unsere Situation ausgehen könnte. Die erste Möglichkeit wäre, dass die Kombi-Wette ganz normal gewinnt. Das heißt, dass hier Borussia Mönchengladbach das Spiel gewinnt. Dann hat ja unsere Kombi-Wette gewonnen. Das heißt, wir bekommen hier 427,63 € netto ausbezahlt. Wie komme ich auf diesen Wert? Wir bekommen ja auf unserem Wettschein 477,63 € ausbezahlt. Das ist auch hier, was wir hier gesehen haben, die 477,63 €. Wenn ich jetzt aber den Einsatz abziehe, die 50 Euro, komme ich auf den Wert 427,63 € netto. Jetzt verliert logischerweise, wenn ich diesen Weg gehe, unsere Absicherung. Das heißt, wir würden hier diese 159,21 € verlieren und hätten dann einen Nettogewinn über diesen Weg von 268,42 €. Das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Kombi-Wette verliert. Somit haben wir hier diese 50 Euro verloren. Aber unsere Absicherung mit der Einzelwette, die was wir hier gespielt haben, Doppelchance X2 mit der Quote 3, hätte einen Nettogewinn von 318,42 €. Und wir sehen auch hier wieder, wenn wir diese Werte abziehen, habe ich hier den Wert 268,42 €. Und jetzt können wir hergehen und vergleichen dieses Feld, dieses orange Feld, diese 252,50 € mit diesem Feld hier herunten. Hier steht dann 268,42 €. Das ist jetzt eine Differenz von 15,92 €. Was sagt uns jetzt da diese Erkenntnis? Würden wir jetzt anstatt auf die Cashout-Funktion von unserem ersten Wettanbieter draufdrücken, würden wir stattdessen eine Einzelwette mit 159,21 €, so wie hier kalkuliert, bei einem anderen Wettanbieter mit der Quote 3 zum Beispiel spielen, dann würden wir unterm Strich mehr ausbezahlt bekommen. Die Situation ist dieselbe. Es spielt keine Rolle mehr, wie das dritte Spiel wie das vierte Spiel ausgeht. Das heißt, wir schließen quasi unseren Schein mit den ersten drei Spielen, die was wir schon gehabt haben. Nur der Unterschied ist, dass wir hier 15,92 € über diesen Extraweg mehr ausbezahlt bekommen würden. Ich habe jetzt noch ein zweites Sheet. Das ist auch eine sehr interessante Strategie, die man sich überlegen könnte. Und zwar habe ich hier die Situation, dass wir nur den Einsatz absichern. Wenn wir hier wieder die gleichen Werte eingeben, ich muss hier das noch ändern, da haben wir 1,47. So, dass es übereinstimmt. Also wir haben hier wieder die 50 Euro Einsatz, die 477 die Maximalauszahlung. Dann haben wir hier die Cashout-Funktion mit 302,50 €, was angeboten wird, und die offene Quote mit 1,47. Das haben wir gerade wie vorhin. Jetzt könnten wir aber eines machen, dass wir sagen, okay, wir suchen wieder einen Wettanbieter, wo wir das Risiko Doppelchance X2 absichern. Aber wir sichern es nur zu jenem Betrag ab, dass sollte wirklich das Spiel X oder 2 ausgehen, wir zumindest unseren Grundeinsatz von 50 Euro netto retour gewinnen. Das würde dann so ausschauen, dass wir hier den Wert haben von 25 Euro. Das ändert sich natürlich auch, wenn ich hier eine andere Quote habe. Ich nehme jetzt einmal 2,9. Dann kalkuliert mir dieses Sheet sofort den neuen Wert, den ich benötigen würde. Also ich bleibe jetzt einmal hier auf 3. Und wir sehen, ich müsste hier 25 Euro auf die Doppelchance X2 setzen mit der Quote 3 bei meinem Buchmacher. Und nehmen wir mal an, diese Wette gewinnt, also unsere Absicherung gewinnt und unsere Kombinationswette verliert. Dann würden wir hier 25 mal 3, das sind dann 75 Euro ausbezahlt bekommen. Wenn wir jetzt den Einsatz von 25 abziehen, haben wir hier netto 50 Euro gewonnen. Und dann haben wir genau diese Situation. Die Kombi-Wette hat verloren mit 50, aber die Absicherung hat gewonnen und wir gewinnen hier 50 retour und unser Nettogewinn ist hier plus minus 0.
Auf der anderen Seite wiederum, wenn wir hier schauen und nehmen die Situation an, dass die Kombiwette ganz normal kommt, also unser letztes Spiel mit der Quote 1,47 ist richtig, dann gewinnt ja unser Wettschein mit 477,63. Wir ziehen den Einsatz von 50 Euro ab, um den Nettowert zu halten. Das sind dann 427,63 Euro. Und unsere Absicherung, die haben wir dann in diesem Fall logischerweise verloren, hätten wir hier minus 25 Euro. Und der Gesamtnettogewinn wäre dann hier 402,63 Euro. Also diesen Weg könnten wir hier auch anwenden, wenn wir die Cash-Out-Funktion anders betrachten und auch anders anwenden würden. Und somit habe ich hier ab dieser Situation kein Risiko mehr und könnte quasi den Schein laufen lassen. Und wenn er kommt, ist super, bekomme ich 402 Euro. Wenn der Schein verliert, okay, kein Problem. Es war schade, dass der letzte Tipp nicht gekommen ist, aber ich habe wenigstens nichts verloren über diesen Weg.